Die Frage nach dem Aussehen der Welt und ihrer Lage im Universum beschäftigt die Menschheit schon immer. Heute weiß jeder, dass die Erde eine Kugel ist und sich jeden Tag einmal um sich selbst dreht. Schon im 19. Jahrhundert war dies durch die Forschungen von Kopernikus, Galilei und Newton allgemein bekannt. Allerdings fehlte noch der praktische Beweis. Dieser sollte einem Mann gelingen, der von der Schule verwiesen wurde und der nie ein Studium abgeschlossen hatte. Jean-Bernard Léon Foucault wird am 18. September 1819 in Paris als Sohn eines Verlegers geboren. Schon früh zeigt sich sein handwerkliches Geschick. Er baut Modellboote, Telegrafen und Dampfmaschinen. Ab 1829 besucht er eine renommierte Privatschule, das Collège Stanislas. Er ist alles andere als ein Musterschüler und wird schließlich von der Schule verwiesen. Seine weitere Ausbildung erhält er von einem Privatlehrer. Anschließend beginnt Jean Foucault das Studium der Medizin an der Universität Paris. Aber das Sezieren ekelt ihn so sehr, dass er das Studium schon bald wieder abbrechen muss. Foucault wird Assistent bei dem Gewebeforscher Alfred Donnet, der Milch und Körperflüssigkeiten wie Blut unter dem Mikroskop untersucht. '1840 stellen die beiden ein Verfahren vor, um Detailfotos von den Proben zu erzeugen. Sie bedienen sich dazu der eben erst erfundenen Daguerreotypie, einer Frühform der Fotografie. Als Lichtquelle verwenden sie zunächst Sonnenlicht. Da Foucault aber immer auf der Suche nach technischen Verbesserungen ist, versucht er es mit der Bogenlichtlampe als künstlicher Lichtquelle. Um sie zu verbessern, verwendet er als erster Retortenkohle und erfindet so, sozusagen nebenbei, die Kohlenbogenlampe. 1844 veröffentlichen Donnet und Foucault in Paris einen medizinischen Atlas, der 80 Mikrodaguerreotypien enthält. Von der Zeitschrift Journal des Débats ist Alfred Donnet auch mit der Berichterstattung über die Sitzungen der Akademie der Wissenschaften beauftragt. Schon bald überträgt er diese Aufgabe seinem Assistenten. Dies wird zum entscheidenden Wendepunkt in Foucaults Leben, denn endlich hat er Zugang zum Allerheiligsten der Wissenschaft. Zusammen mit seinem früheren Schulkollegen Armand Hippolyte Fizeau gelingt ihm die erste Daguerreotypie der Sonne. Die Aufnahme zeigt deutlich, dass die Sonnenscheibe in der Mitte heller ist als an den Rändern. Foucault und Fizeau arbeiten auch auf anderen Gebieten zusammen und untersuchen das Infrarotspektrum und die Brechung von Licht. Und sie wollen den seit langem währenden Streit um das Wesen des Lichts entscheiden. Es gab zwei gegensätzliche Lager. Die Vertreter der Wellentheorie, denen zufolge Licht die Eigenschaft von Wellen besitzt, und die Anhänger der Teilchentheorie. Ein Versuch soll die Entscheidung bringen, denn wenn Licht von Luft in Wasser übertritt, wird es gebrochen. Nach der Partikeltheorie müssten die Lichtteilchen im Wasser beschleunigt werden. Die Wellentheorie sagt jedoch eine Verlangsamung voraus. Das Problem dabei ist die hohe Geschwindigkeit des Lichts. Foucault und Fizeau müssen also zuerst ein Verfahren zur Messung der Lichtgeschwindigkeit entwickeln. Dieses erfordert allerdings einen möglichst gleichmäßigen Antrieb der bewegten Teile. Dabei verfolgen die beiden Forscher unterschiedliche Ansätze. Fizeau arbeitet mit Hilfe eines Zahnrades, das er mit einer Dampfmaschine in Bewegung versetzt. Foucault gewinnt jedoch das Rennen. Die von ihm entwickelte Drehspiegelmethode ist weitaus genauer. Im April 1850 weist er nach, dass Wasser das Licht verlangsamt. Die Wellentheorie erscheint also richtig.
Foucault errechnet eine Lichtgeschwindigkeit von 298.000 Kilometer pro Sekunde, weicht also nur um 1% vom korrekten Wert ab. Aber Foucault ist noch lange nicht am Höhepunkt seiner Karriere angelangt. 1851 führt er sein wohl wichtigstes Experiment vor, das für immer mit seinem Namen verbunden sein wird. In der Einladung zu dieser Präsentation steht: Sie sind eingeladen zu sehen, wie die Erde sich dreht. Dies zu beweisen haben Naturforscher 200 Jahre lang versucht. Sie ließen Gewichte von Türmen oder in tiefe Brunnen fallen und wollten sogar Kanonenkugeln genau senkrecht abfeuern, um kleinste Abweichungen von der Flugbahn zu entdecken. Aber alle Versuche, auf diese Weise die Erdrotation sichtbar zu machen, schlugen fehl. Jean Foucault ist kein promovierter Wissenschaftler, aber ein genialer Tüftler und exzellenter Handwerker. Beim Experimentieren bringt ihn auch der Zufall auf die Idee für seinen legendären Pendelversuch. Die Anregung liefert ihm ein dünner Stahlstab, der in eine schnell rotierende Drehbank gespannt ist. Als Foucault spielerisch am Stab zupft, fällt ihm auf, dass die Schwingungsebene nicht mit dem Stab mitrotiert. Da hat Foucault eine geniale Idee. Er nimmt an, dass sich der rotierende Stab in der Drehbank genauso verhält wie ein schwingendes Pendel auf der Erde. Im Keller seines Hauses konstruiert er zunächst ein Pendel mit einem Messinggewicht an einem 2 Meter langen Draht. Beim ersten Versuch am 3. Januar 1851 reißt jedoch der Draht, bevor ein Ergebnis zu erkennen ist. Doch Foucault gibt nicht auf und 5 Tage später hat er schließlich Erfolg. Die Schwingungsebene des Pendels scheint sich zu drehen. Foucault teilt seine Entdeckung der Akademie der Wissenschaften mit und führt das Experiment im Kreis der Wissenschaftler vor. Er kann die Drehung der Erde zeigen. Mit Unterstützung des Präsidenten Louis-Napoléon Bonaparte wird Ende März 1851 ein noch größeres Pendel für eine spektakuläre öffentliche Demonstration in der Kuppel des Pariser Pantheon installiert. Diesmal baut Foucault ein Pendel aus einem 67 Meter langen Draht und einem 28 Kilogramm schweren Körper. Um zu verhindern, dass störende Kräfte das Pendel gleich zu Beginn des Experiments beeinflussen, wird es ausgelenkt und mit einer Schnur festgebunden. Von einer Kerze wird die Halteschnur langsam durchgebrannt. Nun vollzieht das Pendel eine regelmäßige Hin- und Herbewegung. Nach dem Newtonschen Trägheitsgesetz ändert ein Körper seinen Bewegungszustand nicht, solange keine Kraft an ihm wirkt. Einmal in Bewegung wird ein Pendel seine Schwingungsebene also beibehalten. Doch da sich die Erde während der Pendelschwingungen weiter dreht, nimmt ein Beobachter eine Änderung wahr. Für ihn sieht es aus, als würde sich die Schwingungsebene des Pendels drehen. Um die langsame Änderung sichtbar zu machen, verteilt Foucault feuchten Sand auf dem Boden. Die Spitze des Pendelkörpers zeichnet bei jedem Durchgang die momentane Ausrichtung der Schwingungsebene zur Erde in den Sand. Ein Beobachter nimmt diese Drehung als relativ langsam, aber kontinuierlich im Uhrzeigersinn wahr.